Ach, da stehen die jetzt, aber die kommen nicht. Nu kommen sie ran. So, die eine Elitewache bleibt da hinten. Verdammt, jetzt kommen aber alle Elitewachen. So, Jungs, nehmt die Beine in die Hand. Nehmt die Schweine an die Hand. Ja, ich glaube, die super Elitewachen kommen da jetzt mit. Das heißt, ich werde gleich ein bisschen laden. Oder nicht. Ich werde wahrscheinlich trotzdem gleich laden, auch wenn die Elitewachen nicht mitkommen. Ich hätte die Falle legen sollen, verdammt. Naja, egal. So, was kann ich denn jetzt machen? Stehlen kann ich von der... Du blöder Hauptmann der Nachtwache. Ist das überhaupt eine Frau? Ja, doch, ist eine Frau. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, wie ich die jetzt begrüßen soll. Lähmen wäre schön gewesen. Und er kann mal eigentlich sich raushalten. Siegel der Lähmung. Vielleicht funktioniert es ja. Und ich warte mal ganz kurz. Erfolg freigeschaltet. Clever. Nein, da kommt doch noch eine blöde Elitewache. So, ab dafür. So, die Elitewache ist Geschichte. Befreiung. Da kriegen wir eine entspanntere Haltung ein. Das ist mir eigentlich kackegal, ob der sich entspannt. Und du zauberst hier mal ein bisschen... Verjüngen? Nee, Heilung auf unseren kleinen Zwergi. Ja, bin ich. Nimm das! Ganz vorsichtig. Hat bis jetzt ja ganz fantastisch geklappt. Kann er sich hier mal so einen Wundumschlag reinzwiebeln? Gut. Und was macht er? Er macht gerade gar nichts. Kräuterkunde, kannst du da jetzt mal mitten im Kampf irgendwas zaubern in der Küche? Nee, leider nicht. Greift an. Ich zwiebel mir dann auch mal einen Wundumschlag rein. Dann haben wir zwar keine mehr, aber ist doch jetzt auch egal. Ja! Niemand! Ja, niemand, bla bla bla. Ach, der hat doch keine Ausdauer mehr. Deswegen kann er nichts machen. Und der hat auch... Oh nein. Komm, dann hau dir mal so einen Lyriumtrank rein. Und dann verjünge mal den alten Gartenzwerg. Niemand kann ich zeigen. Eieiei. Und der muss auch gleich noch geheilt werden. Und kann trotzdem nichts. Was ist denn das da? Wie sinnlos das Ganze ist. Ja, der ist ja tot. Hat ja viel gebracht. So, der kann sich direkt nochmal einen Lyriumtrank reinschrauben, weil er sonst eh nichts kann. Eieiei. Ich habe das Gefühl, das wird doch wieder nix. Und anschließend kann er mal heilen. Und zwar sehr schnell, bitte. Ich bin soweit. Das wird hinten und vorne nix. Als nächstes gleich nochmal einen Lyriumtrank und dann haben wir auch schon keinen mehr. Das wird niemals funktionieren. Ja.
Tja, Flammenschlag. Und mehr kann ich auch nicht machen, außer jetzt vielleicht ein bisschen sterben. Verdammt! Deine Reise endet. So, da steigen wir jetzt auch direkt mitten ins Getümmel ein. Ich dachte mir, bevor wir hier Ewigkeiten damit verbringen, die alte Hauptmännin, die Hauptfrau umzuboxen in 10 Runden, da mache ich jetzt einfach mal schon mal die Vorbereitung. Und kurz vor ihrem Ableben, da schalten wir wieder ein. Leider hat es mich eine ganze Menge Potions und Hass nicht gekostet. Aber ich glaube, die gute Dame dürfte gleich hinüber sein. Hoffe ich zumindest, wenn sie jetzt nicht noch einen Ass im Ärmel hat. Jawoll! Sehr schön, meine orlesianischen Freunde. Wir kriegen ein Schild der Wache von Denerim. Können wir nicht gebrauchen. Und einen schicken Goldring. Leider können wir nichts davon dem Hauptmann... Ah, diese Mayonnaise. Leider können wir nichts davon dem Hauptmann zustecken. Wir können es natürlich mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das geht. Oh nein. Die Elite-Stadtwachen habe ich ganz vergessen. Ich dachte, die stehen jetzt vorm Tor. Na, hoffentlich gibt das jetzt kein Unglück. Erstmal bitte alle hier verstecken. Hallo, Herr Elite-Stadtwache. Ich würde mal sagen, das war nicht sehr schlau von Ihnen. Natürlich. Hier bin ich! Versuch dich mal an mir! Jetzt hast du ein Problem! So, wir werden gleich mitgebrutzelt, denn heute ist Bratmaxetag. Und da hinten haben wir auch noch so ein armes Würstchen. Das werden wir gleich mal aus der Pelle kloppen. Ja, gleich. Diese Schlacht trägt Kacks Namen! Denn wenn es Bratmaxe gibt, dann sind alle dabei. Da kriegt jeder mal richtig ordentlich auf die Fresse. Und zwar ein leckeres Steak. Und da hinten kommt die nächste Elite-Stadtwache. Alleine. Wie dumm. Ich werde es tun. So, ich glaube, das dürfte es dann gewesen sein. Eine Elite-Stadtwachen hier. Bringen tut uns das Ganze scheinbar überhaupt nichts. Ich dachte, vielleicht wäre da jetzt noch irgendwie irgendein... Du alte, lustige Trompete, du, ey. Die nervt ein bisschen, die Marjolaine. Wird erledigt. Haben wir dem Mann denn nicht schon genug angetan? Doch. Zumindest für den Moment. Naja. Also ich glaube, das war's jetzt hier. Wir haben alles gemacht, was man machen kann. Wir haben den alten Hodenwärmer an die Kirchenwand genagelt. Wir haben die Wachen ausgenockt. Wir haben den Hauptmann umgebracht. Wir haben alle Stadtwachen umgebracht. Also im Grunde genommen... Gucken wir da nochmal schnell dran, mal gucken. Wenn man diese Öffnung ein klein wenig dehnt, kann man die Aushänge immer noch lesen. Ich... Bitte nicht. Ich will's nicht wissen. Tja, das ist also die ehrenwerte Liliana aus Dragon Age Origins. Die hier eine alte Sacköffnung aufpopeln will. Sehr ehrenhaft. Da war sie in der Kirche genau richtig aufgehoben. So, da es hier jetzt nichts mehr zu tun gibt, machen wir eine kleine Schnellspeicherung. Und gucken mal, dass wir das Signal geben. Marjolaine? Marjolaine! Spiel jetzt nicht mit mir!
So macht man das. Oh, meine Schöne. Ganz außer Atem. Und deine Frisur. In Orlais wäre das ein Skandal. Mm. Und das liebst du ja. Ja, ich war gerade abgelenkt. Entschuldigung. Ach, hör auf zu sticheln. Das klingt, als würdest du es auch lieben. Also, ich habe gearbeitet. Und wo warst du bitte schön den ganzen Tag? Hast du wieder im Unterhemd vorm Fernseher gesessen und Fußball geguckt? Ja, das klingt natürlich so, als würde sie es auch lieben. Und genau so willst du mich doch haben, oder? Du denkst also, du weißt alles. Auch welche Strafe mein armer Hauptmann verdient hat. Hättest du ihn gekannt, wärst du noch viel weiter gegangen. Aber genug der Ablenkung. Jetzt habe ich etwas Besonderes im Sinn. Lem? Ja, Marjolaine? Sorge dafür, dass sie alles bekommt, was sie braucht. Wir werden heute Nacht nicht zur Ruhe kommen. Hm, hört sich gut an. Ja, wie lautet denn der Auftrag? Lass mich nicht im Unklaren. Welches Ziel hast du für uns ausgesucht? Alles zu seiner Zeit. Im Moment musst du nur wissen, dass wir uns eine besondere Pause verdient haben, sobald alles erledigt ist. Bereite dich vor und komm dann zu mir zurück. Gut, ausrüsten. Ich rüste mich aus und bereite mich vor. Probieren wir das mal. Du wirst nicht lange auf mich warten müssen. Quest absolviert. Mayoneses Rachefeldzug. Du hast versucht, Mayonese bei der Demütigung von Hauptmann Iams zu helfen. Sie war von deinen Bemühungen allerdings nicht sonderlich beeindruckt, da sie dem Mann eine ganz spezielle Art der Erniedrigung zugedacht hatte. Ja, und wieso hat sie es dann nicht gemacht? Die hat ihm doch auch nur abgefüllt und liegen lassen. Blöde Kuh. Deine Ergänzung war zwar amüsant, hat jedoch die Inspiration einer persönlichen Angelegenheit vermissen lassen. Da hätten wir wahrscheinlich den Sackschutz, den wir in die Kirche genagelt haben, den hätten wir jetzt bei ihm anbringen müssen oder sowas. Aber naja, was soll es. Ich bin nicht ganz so gut geübt darin, wenn es darum geht, besoffenen fremden Männern Unterhosen anzuziehen. Da müssen andere Profis ans Werk. So, hier gibt es offensichtlich nichts zu tun. Wo sind die Schwerter eigentlich hin? Wieso hat sie denn die Schwerter abgelegt? So, jetzt gucken wir beim Zwerg nochmal. Herr Zwerg hat 4 Verteidigung. Und das Ding hat wie viel? 6 Verteidigung. Macht sich auch ganz gut. Und was haben wir hier noch? Sie nimmt natürlich beide. Und haben wir hier sonst noch was? Bastard-Dorn Silberit hat 6 Schaden. Vielleicht sollten wir den Bastard-Dorn lieber nehmen. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn hier was? Jawohl. Der Herr Magier kann, glaube ich, gar nichts kriegen. 5 Geschicklichkeit. Braucht der nicht unbedingt. Die brauchen wir eigentlich. Und die Ringe hier, naja, ist halt hübsch, aber braucht man nicht unbedingt. Geistresistenz, Zauberresistenz. Gebe ich mal ihmchen hier. Wir haben keine Wundumschläge mehr. Ach, ist schon, naja gut. Nee, ist nicht. Willst du mich verarschen? So.